In allen Kulturen und seit den Anfängen der Menschheit gibt es Trommeln. Das gleichmäßige Pochen, das rhythmische Klopfen erinnert uns an die erste Musik unseres Lebens, den Herzschlag der Mutter, den wir als Ungeborene hören. Auf der ganzen Welt haben Menschen Perkussionsinstrumente entwickelt. Etwa 1000 verschiedene Modelle hat der Musiker Max Kastlunger gesammelt. Er ist der musikalische Kopf hinter dem Verein Sisamba. Die Wiege der Trommeln liegt in Afrika. Von dort kamen die Instrumente auch nach Südamerika. In Brasilien haben sich die Trommelrhythmen mit portugiesischer Marschmusik verbunden. Ein eigener neuer Stil ist entstanden: Samba. Samba ist eigentlich eine Musikrichtung. Natürlich kann man sie spielen, kann man sie tanzen, kann man sie singen wahrscheinlich und vor allem spüren. Und mit Samba, mit Sisamba, also mit der Gruppe, versuchen wir, diese Musikart zu interpretieren. Natürlich sind wir keine Brasilianer, aber wir versuchen, einfach Inspiration zu nehmen von brasilianischen Rhythmen, von brasilianischen Meister auch und Kompositionen und verwandeln sie dann ein bisschen vielleicht auf eigene Art und schauen das auf die Orchester umzusetzen. Max Kastlunger spielt selbst zahlreiche Instrumente. Und er liebt es, andere für die Vielfalt der Musik und der Instrumente zu begeistern. Rund um den Globus sind die Menschen sehr erfinderisch, wenn es darum geht, Klangkörper zu bauen. Die Inspiration dazu kommt von überall her. Melodien und Spielweisen kennen keine Grenzen. In der Musik fließen viele Einflüsse zusammen. So ist es auch bei den Samba-Orchestern mit ihrer Verbindung aus brasilianischen und afrikanischen Elementen. Solche Orchester gibt es überall in Europa. Doch in Südtirol ist Sisamba ganz einzigartig. Und was braucht jemand, der bei Sisamba mitmachen möchte? Na, vor allem muss er die Lust mitnehmen, etwas Neues zu lernen. Natürlich auch eine Leidenschaft für Musik. Er muss keine musikalischen Vorkenntnisse haben, aber er sollte natürlich das mit Freude erleben und auch bereit zu sein, mit mehreren Menschen das zu teilen und die Regeln sozusagen der Orchester zu respektieren. Weil eins ist, wenn man alleine dran nimmt, man legt sich auf der Wiese aus. Das andere ist, wenn man in Orchester spielt, wo ein Dirigent ist, wo man auch bestimmte Sachen so ausführen muss, wie sie vorgegeben werden und nicht einfach zu viel improvisiert natürlich. Nicht? Aber es macht aber trotzdem sehr viel Spaß, weil es ist die Einheit, was zählt und die Stärke. Also Instrumente werden meistens von uns schon zur Verfügung gestellt. Ein Herz, der schlägt, hat jeder und deshalb kann er gerne mitmachen. Also wenn es den Rhythmus schlägt, wie jeder es hat natürlich. Eins, zwei, drei. Ein Herz, das im Takt schlägt, hat jeder. Und die Begeisterung kommt bei den meisten ganz von allein dazu, wenn sie erst einmal ein Schlaginstrument in den Händen halten. Vor mehr als 4 Jahren ist die Gruppe Sisamba entstanden. Ein bunter, fröhlicher Verein, der sich ganz den unterschiedlichen Samba-Trommeln verschrieben hat. Alle unsere Mitglieder, die kommen, sind entweder deutschsprachige, italienischsprachige und sogar ladinische Sprache. Und das ist eben das Schöne daran. Ich glaube, wir sind die einzige Musikgruppe in ganz Südtirol, die eben so alle vereint. Die Musiker stehen gruppenweise mit ihren Instrumenten im Kreis um den Dirigenten. Für die einzelnen Musikstücke gibt es keine Notenblätter. Gelernt wird direkt durchs Spielen. Max Kastlunger schlägt die unterschiedlichen Rhythmen vor. Jede Gruppe spielt sie danach. Zu dem Verein bin ich gekommen durch eine Freundin. Und wenn ich den das erste Mal gesehen habe, dann habe ich mir gedacht, so, das ist die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Und dann hat der Max gesagt, er braucht noch ein paar und er freut sich, wenn die Leute kommen und jemand denkt, nichts als wir hin. Und in der Samba geht es ums Kollektiv, um die Gruppe. Und die Gruppe ist unheimlich stark und sie hat eine unglaubliche Power. Aber es ist nicht eine
faschistoide Power, die dich zum aufruft, in Gleichschritt zu gehen, sondern es ist eher eine Power, die dich aufruft, in die Ekstase zu gehen, in die Lebensfreude. Und das, du kannst ausflippen innerhalb von der Struktur, weil die Samba hat schon eine Struktur, in der du dich gehen lassen kannst. Und das gefällt mir. Wir haben einmal einen Workshop gemacht in der Toskana und das war ganz, ganz toll, ich glaube, für alle Beteiligten. Und ich muss sagen, also wir kommen ja alle aus verschiedenen, ja, aus einem verschiedenen Hintergrund, verschiedenen Berufen, verschiedene Sprachen kommen da zusammen. Und es war ganz eine tolle Erfahrung, weil es war so harmonisch. Und die Musik ist einfach das Element, das sind alle verbindend. Das ist, ich habe es ganz toll erlebt. Also ganz, ich glaube, alle haben das ganz positiv erlebt, ja. Herzlich willkommen zur Samba for Beginners. Also einen Anfängerkurs für alle, die gerne Perkussion näher kennenlernen möchten. Also brasilianische Schlaginstrumente von Suri bis Timba und Hepenike, Caixa, alles verschiedene Schlaginstrumente, die dann miteinander eingestimmt werden. Das Erste, was man tun soll, natürlich nach dem Anziehen, sind die Trommelstimmen. Jetzt werden wir sehen, wie sie... Obwohl Sisamba ein relativ junger Verein ist, hat er schon eine recht große Bekanntheit erlangt. Immer wieder kommen Interessierte dazu, die sich auf das Spiel mit den brasilianischen Perkussionsinstrumenten einlassen wollen. Sisamba bedeutet vor allem eines: ein harmonisches Zusammenspiel in der Gruppe. Damit das gelingt, ist das genaue Stimmen der Instrumente und der präzise Einsatz jedes Einzelnen notwendig. Schritt für Schritt bereitet Max Kastlunge seine Leute vor. Wir treffen uns einmal in der Woche, und zwar am Mittwoch, in Centro Giovani Vintola, in der Vintlerstraße in Bozen. Und ja, aber jetzt, seit diesem Jahr, werden wir zweimal machen. Das heißt, unser Direktor wird praktisch an einem anderen Tag eine zusätzliche Möglichkeit geben, Proben für neue Leute, die sich eben einarbeiten wollen und mitmachen wollen. Man hält es nicht mit der ganzen Hand so fest, sondern eher das Gewicht und die Balance sollte zwischen diesen zwei passieren. Aber jetzt nicht, dass man so hält, sondern diese zwei heben und die anderen... Das Trommeln scheint etwas ganz Einfaches zu sein, fast wie ein Kinderspiel. Allerdings sind viel Genauigkeit, ein gutes Rhythmusgefühl und Ausdauer gefragt. Die richtige Technik ist entscheidend. Nie mit den Zeigefingern drauf, das nicht. Immer Daumen oben. Am leichtesten lernt man in der Gruppe, durch die detaillierten Anweisungen des Lehrers und mit viel gezielten Wiederholungen. Zu einem Samba-Orchester gehören verschiedene Instrumente. Timbas, die von Hand gespielt werden, helltönende kleine Tamburims, schellenartige Chocalhos und Caixas, für die man Trommelstöcke verwendet. Die tiefsten Töne erzeugen die großen, schweren Surdi. Die einzelnen Musikstücke dauern recht lang, doch jeder hat Zeit, sich in das Samba-Feeling einzustimmen. Es ist ein tolles Feeling unter den Mitgliedern vom Orchester. Die Musik selber gefällt mir sehr gut. Es ist toll, dass auch viele, die eben... rein so amateurmäßig oder sehr viele haben vorher überhaupt nicht aktiv Musik gemacht. Und es gibt ihnen alle die Möglichkeit, eben gemeinsam Musik zu machen und viel Spaß dabei zu haben. Allora, questo è un surdo. Das ist ein Surdo, genauer gesagt ein kleiner Surdo. Das bedeutet, es ist die höchste der insgesamt drei Basstrommeln. Mir gefällt das Instrument sehr. Ich habe es gleich von Anfang an für mich ausgewählt. Es gibt mir viel Energie und ich kann mich beim Spielen richtig gehen lassen. Deshalb habe ich es ausgesucht. Wenn sich wöchentlich an die 30 Vereinsmitglieder treffen, dann geht es laut und lebensfroh zu im Proberaum. Die Luft vibriert im Rhythmus der Schläge. Zum Schutz des eigenen Trommelfells hat sich jeder ein paar Ohrenstöpsel eingepackt. Alle üben fleißig und konzentriert, denn immer wieder spielt das Samba-Orchester auch vor Publikum. Orchesterdirigent Max steht in der Mitte des Raums und spielt auf der Repinik.
Mit unterschiedlichen Handzeichen und getrommelten Signalen gibt er jeder Gruppe ihren Einsatz und ihren Rhythmus vor. Überwiegend tritt man im Freien auf, der Lautstärke wegen. Im Raum tat man der Kopf platzen wahrscheinlich. Und wir treten überwiegend in der warmen Jahreszeit auf, das heißt, haben wir mehr Auftritte. Es geht Fasching los mit Faschingsumzügen und zieht sich dann bis im Herbst ein. Im Winter haben wir selten Auftritte gehabt. Sisamba bedeutet auch immer wieder gemeinsame Auftritte. Der Verein nimmt an Volksfesten und Umzügen teil, an Paraden und Straßenfeiern. Und natürlich ist der Fasching jedes Jahr eine Zeit, in der die Trommler von Sisamba besonders gefragt sind. Die Vorbereitungen für den Auftritt verlaufen so entspannt und fröhlich wie alles im Verein. Fasching und Karneval. Damit verbinden viele Menschen das bunte Treiben auf den Straßen von Rio. Dort wird der Samba gelebt und getanzt. Doch auch bei den Faschingsumzügen hierzulande sprudeln Fantasie, Begeisterung und Lebensfreude über. Seit mehr als 30 Jahren beweisen die Leiferer nun schon, dass sie sich aufs Feiern und Tanzen verstehen. Und wer würde da wohl besser dazu passen als das Sisamba-Orchester mit seinen mitreißenden Rhythmen? Vorneweg gibt Max Kastlunger den Takt vor, dahinter entfaltet Sisamba dann seine volle Kraft. Und die Zuschauer würden am liebsten gleich selbst ihr Trommelglück versuchen. Das ist wirklich laut, wenn wir alle gemeinsam auftreten. Und man hört es weit und es dringt durch Fenster und Häusermauern. Und es ist allen wieder toll zu sehen, wie sich in oberen Stockwerken der Häuser die Fenster öffnen. Hausfrauen mit Lockenwicklern, alte Omis, alle möglichen Leute irgendwie anfangen mitzufeiern und klatschen. Und ja, das. Es ist schon wieder toll zu erleben. Es ist die Vielstimmigkeit der Trommeln, die wechselnden Takte, die fast hypnotische Wirkung der Klänge. Das alles geht nicht nur den Spielern selber ins Blut. Es reizt auch die Zuschauer, spontan mitzumachen und mitzufeiern. Und was bedeutet der Verein seinen Mitgliedern? Sisamba ist toll. Gemeinschaft, Familie und Groove. Freude, Energie und eine tolle Freundschaft. Genuss. Tolle Leute. Spaß. Rhythmus. Und nochmal Spaß.